Payday 3 wird endlich eine revolutionäre Kehrtwende vornehmen. Nach einem misslungenen Start mit Serverausfällen und Problemen beim Matchmaking waren viele Spieler frustriert. Dazu kommt die allgemeine Unzufriedenheit über den Online-Zwang und das starre Level-System. Trotzdem haben sich mehr als 3,1 Millionen Spieler die Maske aufgesetzt und sind in das Raubspektakel gestartet. Da verwundert es nicht, dass der Entwickler nun im Zugzwang war. Starbreeze Entertainment hat nun angekündigt, dass sie das Fortschritts- und XP-System komplett überarbeiten werden. Es soll auf dem Feedback der Spieler aufbauen und wird dabei noch mehrere Feedback-Zyklen durchlaufen, weshalb wir uns da noch ein bisschen gedulden müssen. Bezüglich des Online-Zwangs gibt es auch Neuigkeiten. Der Entwickler will noch nicht endgültig bestätigen, dass dieser abgeschafft werden kann, aber sie haben auch diese Kritik vernommen und wollen versuchen, Offline-Inhalte bereitzustellen.